I'm a believer, frei nach den Monkees. I'm a Berliner, ich bin ein Berliner. Nina Hagen. Grüß dich. Grüß Gott. Weißt du, was das ist hier? Ja, das sind die Telefonanrufe. Weißt du auch, was da drin steht? Ja, ich hab das gehört. Ich hab mal heute schon öfters mit der Presse unterhalten. Und die haben gesagt, dass manche Mütter gesagt haben, dass die Töchter und Söhne das nicht gut fanden. Aber meine Tochter fand es okay und der ihre Freundin. Diese mit Hasch vollgepfropfte Vogelscheuche gehört nicht hierhin. Glaube, man hat ja sonst Humor, aber das geht zu weit. Weg mit dem Vogel, armes Deutschland. Diese Nudel ist der reinste Wahnsinn. Alles Telefonanrufe, zu wetten, das. Unmöglich, wie sie den Chefredakteur mit ihrem Häschen stört. Na gut, ich gehe jetzt sowieso kurz mal nach New York, weil ich mein neues Musical einstudiere. Welches da heißt Nina for President, ich bin ein Berliner. Bietet sich an. Diese berühmten Worte. Und dieses Musical, mit dem gehe ich dann auf Tour in der ganzen Welt. Toll. Außerdem kommt ein Buch raus, das heißt auch Nina for President, ich bin ein Berliner. Ach was, das ist wahrscheinlich dann... Meine Memoiren. Wichtig, ja. Gut zu wissen. Sag mal Folgendes, wenn du nochmal an die drei Leute denkst, die da neben dir saßen. Loriot, ja. Klaus Bresser, Franz Beckenbauer. Ja. Mit wem würdest du für 4 Wochen auf eine einsame Insel gehen? Mit Loriot. Denn er hat mir die ganze Sendung über
quasi leise applaudiert und hat gesagt, prima, Kollegin, das war lustig. Das war wirklich und so weiter und so fort. Und Loriot hat mir quasi immer zugestimmt. Also kam ich mir ziemlich toll vor. Also ich glaube auch, die geistige Verwandtschaft kam irgendwie durch. Und wenn Loriot auf deiner Seite ist, dann ist das wahrscheinlich auch Makulatur. Danke dir, Nina. Mach's gut. Danke. Tschüss und viel Spaß in Amerika. Tschüss.